behold his name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Let's magnify the Lord so that he is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt his name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. And let us exalt his name together. So, von der Diktatur weg zur Monarchie, ne? Zu dem einzigen König der Könige und dem Herr der Herren, der wirklich zählt, Jesus Christus, zur Bibelstudie. Heute die sechste, immer noch im ersten Buch Mose. Ach, was sind wir schnell. Und immer noch im dritten Kapitel, immer noch am Anfang. Ach, was sind wir schnell. Ha, wir hatten ja letztes Mal die Verse 1 bis 4 besprochen. Und 5 ein klein wenig. Und das war's. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Das Kapitel heißt ja der Sündenfall des Menschen. Den Sündenfall haben wir also hier im Grunde noch gar nicht richtig erlebt, weil wir haben ja noch gar nicht gemerkt, wie die Frau von der Frucht ist. Nun, wir, ja, das ist also Michael aus der holländischen Grenze, der sich zusammen mit Victor aus Hamburg hier über Skype mit mir eingefunden hat, dass wir heute die Bibel weiterhin studieren. Und ich fange natürlich jetzt eben nochmal an. Im dritten Kapitel Genesis, also erstes Buch Mose am Anfang. Aus dem einfachen Grunde, weil wenn wir 4 oder 5 Verse besprechen, dann kann man ja ruhig nochmal von Anfang an anfangen, das zu lesen. Es heißt hier also, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Tja, soweit die ersten 6 Verse aus Genesis Kapitel 3. Wo wir jetzt natürlich mit eingeleitet haben, dass wir in eine weitere Diskussion und Erklärung und Studie gehen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und vielleicht mal der Moment, um meine 2 Gäste vorzustellen, die wahrscheinlich schon mit der Hufe scharren, um auch mal ins Mikrofon zu können. Michael und Victor, herzlich willkommen ihr beiden. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben heute Abend. Und ihr könnt ja gleich schon mal eure Gedanken teilen zu dem gerade eben Gelesenen, je nachdem, wer jetzt beginnen möchte. Ja, hallo Jörg. Da du meinen Namen zuerst genannt hast, bin ich jetzt einfach mal so frei, Hallo zu sagen in die Runde. Ich habe da schon eine ganze Menge Gedanken zu, aber dann kommt der Victor wieder nicht zum Vorstellen. Und deswegen sage ich einfach mal guten Abend, Victor. Ja, moin moin und hallo auch in die Runde. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle noch mal so 2, 3 Sachen, die mir noch auch im Zuge der letzten Lesung mir noch so auf der Zunge liegen, vielleicht noch mal kurz loswerden. Gerne, bevor wir uns dafür ist dann es ja auf, hier. Ja, auf die nächsten Verse jetzt, die du gerade vorgelesen hast, uns da noch mal rausstürzen. Also das kam mehr dann auch so in dem Gespräch nach der Lesung letztes Mal für mich so zumindest mehr zum Vorschein, dass es natürlich auch so Dinge gibt,
Die sind einmal für uns Menschen so erstmal nicht greifbar und deswegen stehen sie wahrscheinlich auch erstmal nicht jetzt so in der Bibel auch irgendwie geschrieben. Also, dass man jetzt gewisse Dinge an irgendwas festmachen kann. Wir hatten ja, oder ich hatte ja da mal so eingeworfen, eventuell diesen Zeitraum jetzt zwischen der, ja, der Zeit, sage ich mal, Adam und Eva. Zwischen der Schöpfung und dem Fall. Genau, sozusagen. Das, denke ich, ist auch gar nicht so, so weit das Thema und sollte auch gar nicht das Thema sein, denn sonst hätten wir sicherlich irgendwo auch, ich sag mal, ja, also ich sag mal so Hints, ne? Also so Hinweise in der Bibel gefunden, dass das irgendwie mal thematisiert oder ja, einfach mal zur Sprache kommt. Und da das wohl auch nicht so ist, ist es dann auch an sich wohl auch nicht weiter von Relevanz. Und das war eine Sache. Und dass halt dass wir als Menschen sicherlich nicht auch in der Lage sind oder dass unser Geist, unsere Seele auch nicht in der Lage ist, alles vollumfänglich zu erfassen, weil wir halt auch in diesem fleischlichen Körper, ja, ich sag mal, beheimatet sind und der uns sicherlich nicht diese Möglichkeiten gibt, ja, wirklich so vollumfänglich alles zu verstehen, zu begreifen. Aber ich denke trotzdem, was wir auch letztes Mal kurz, diesen Ausflug auch da nach Hesekiel, dass zumindest wir auch sehen, dass es eine Art, ja, doch auch Rangordnung innerhalb der Schöpfung gibt, die jetzt auch ein bisschen jetzt über die Tiere, den Menschen hinausgeht, aber wir uns da sicherlich jetzt auch nicht weiter zu sehr darauf einschießen sollten, weil wir sicherlich da auch ja nicht so sehr die Fähigkeiten, die Möglichkeiten nicht auch haben, das Ganze zu erfassen, sage ich jetzt mal so grob als Laie. Ja, das waren nochmal so zwei, die mir noch so im Nachgang, die für mich wichtig waren, das auch besser zu verstehen und auch, ja, das war nochmal auch dann das Thema mit der Schlange an sich, wo wir da auch nochmal in diese, in die Wurzel richtig rangegangen sind, auch den Wortstamm. Und hat mir zumindest sehr geholfen, das alles auch nochmal so für mich im Nachgang so richtig zu sortieren. Und ja, dann von mir aus gerne gebe ich das Wort erstmal weiter und dann lasst uns über die, ja, von Jörg vorgelesenen Verse nochmal sprechen. Ja, hast du zu den Versen jetzt selbst nichts zu sagen, weil das war ja jetzt bezogen noch auf die letzte Lesung, was ja auch in Ordnung war und zu dem, was ich gerade eben gelesen habe. Ich meine, wenn du jetzt anfängst, dann kann Michael natürlich jeden Moment einfahren. Ne? Ich meine, das ist ja die Absicht. Ne? Wir machen hier ja nicht irgendwie gestaffelt. Jetzt hat der eine Minute. Nein, eben richtig. Minute, das waren jetzt nur mal so gerade Gedanken. Also wenn jetzt sonst Michael gerne jetzt, hätte ich jetzt mal die Vorlage oder dir jetzt noch gegeben, das sage ich mal ein Aufhänger, wenn du jetzt gerne mit was anfangen würdest aus dem gerade vorgelesenen. Ich sag mal jetzt den Beginn des dritten Kapitels. Waren wir so weit gekommen, auch, glaube ich, die ersten drei Verse hatten wir, glaube ich, soweit schon mal. Ja, die ersten vier hatten wir besprochen. Oder die ersten vier, genau. Den fünften noch nicht richtig, ne? Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Vor allen Dingen eben auch hier das Leugnen der Schlange. Ihr werdet sicher nicht davon sterben, ne? Keineswegs werdet ihr sterben, sagt die Schlange. Das ist natürlich, ich meine, wenn man nur Leben kennt und gar nicht weiß, was der Tod ist, natürlich immer die Frage, wie interpretiere ich das jetzt, was die Schlange hier sagt. Die Schlange hat auf der einen Seite recht und auf der anderen Seite hat sie nicht recht. Und mit dem, wo sie recht damit hatte, hat sie ja Eva mit verwirrt. Wo hat sie denn recht damit? Sie hat damit recht, wenn ich diese Frucht anfasse, dann falle ich nicht gleich tot um. Erstens hat Gott nicht gesagt, wenn ihr sie anfasst, werdet ihr sterben, sondern er hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Das ist Punkt 1. Und zweitens hat Eva davon gegessen und ist nicht gleich tot umgefallen. Nein, der Tod kommt nicht direkt, aber der Tod kommt eben am Ende des Lebens, das auf einmal anstatt unendlich ist, oder ewiglich ist, wie man das in der Bibel so schön sagt, das ist ja ein viel schöneres Wort, das ewige Leben. Das gibt man auf zugunsten dessen, dass man sagt, für die Weisheit bezahle ich mit meinem Leben. Ja? Man stirbt nicht in dem Moment, aber man ist halt sterblich. So. Die Schlange hatte also in der Hinsicht recht, dass sie sagt, keineswegs werdet ihr sterben, zwischen Haken oder zwischen Klammern, jetzt in diesem Moment, wenn ihr davon esst, dann fallt ihr nicht gleich tot um.
Und damit hat sie wohl Eva mehr oder weniger überredet, weil Eva hat dann davon gegessen, gesehen von, guck mal, ich falle ja gar nicht tot um, dann kann ich es auch meinem Mann geben. Ja. Nein, was ich besonders interessant finde hierbei ist, dass die Schlange sagt, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Wichtige dabei. Wir hatten ja, oder besser gesagt, du hattest ja gerade eben schon mal angeholt, Viktor, ja, eine gewisse Hierarchie ist da ja bei. Eine Hierarchie, die über der menschlichen mit gegenüber den Tieren zum Beispiel hier auf dieser Erde herrscht. Also wir sprechen dann über eine himmlische Hierarchie. Wir sprechen über die Hierarchie, dass wir Gott und den Sohn haben, den Heiligen Geist haben, dass wir Erzengel und normale Engel haben und dass wir Menschen haben, die ein klein wenig unter den Engeln gemacht sind. Ja? Wir sprechen da also von einer gewissen Hierarchie und mit anderen Worten, die Schlange verspricht hier den Menschen, ja, ihr werdet sein wie Gott, genau das, was die Schlange sich selber mehr oder weniger versprochen hat zu tun in Jesaja Kapitel 14, ja, wo die Schlange halt noch der Luzifer, der rebellische Engel im Himmel ist, der sagt, ich werde sein wie der Höchste. Genau das ist der Punkt. Die Schlange weiß, dass das nicht geht, weil er wurde als Luzifer aus dem Himmel auf die Erde als Satan geschmissen. Aber die Frau weiß das ja nicht oder der Mensch weiß das ja nicht und deswegen macht die Schlange dem Menschen eben weiß, dass sie Gott sein können. Und das zieht so unglaublich weite Kreise, da könnte man nicht eine eigene Videosendung drüber machen, da könnte man eine ganze eigene Serie drüber machen. Da sind sogar ganze eigene Bücher drüber geschrieben worden, ich glaube sogar ganze Bibliotheken voll, darüber, wie der Mensch sich selbst zu Gott erhebt. Und sicher in unserer Zeit heute, wo wir über den Transhumanismus sprechen, wo wir darüber sprechen, dass wir uns nach dem Motto in Computern verewigen können und so weiter, denken wir mal nur mal an diesen ehemaligen Vorsitzer von Google, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das der Eric Schmidt war oder wie der heißt, ich, nee, Kurzweil, Entschuldigung, Kurzweil. Wie heißt der mit seinem Vornamen jetzt? Das weiß ich jetzt nicht. Kurzweil jedenfalls, ich meine, Michael ist da noch ein bisschen bewanderter drin als ich, der kann euch das ja erzählen. Da geht es ja darum, dass die Menschheit heutzutage versucht, um es jetzt mal ganz simpel auszudrücken, das Gehirn in den Computer runterzuladen, dass man dadurch eben ewiges Leben hat, als ob das Gehirn das ewige Leben ist. Ja? Dass das Leben ist die Seele und die Seele ist, wie wir in der Schöpfungsgeschichte gelernt haben, der Atem des Lebens, der von Gott eingehaucht ist. Und wenn ich den letzten Atemzug getan habe, dann bin ich weg, dann bin ich tot, aus, finito, schlussi. Schlussi, ausi, vorbei, sie, wie ich meinem Hund immer sage, wenn die lächeln, da irgendwas zu futtern zu haben. Da ist Feierabend. Ja, das ist zappenduster, die Toten wissen gar nichts, steht alles so in der Bibel, da können wir ein anderes Mal gerne drüber sprechen. Der Punkt ist, die Schlange verspricht hier dem Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Jetzt muss man sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellen, ja, was war denn mit Eva, so wie sie im Garten Eden war, was war denn da verkehrt dran? Sie war mit ihrem Mann da zusammen, sie haben gelebt in einem, ich sag mal, sprichwörtlich in einem Paradies, wo die gebratenen Hähnchen einem in den Mund fliegen. Abgesehen davon, dass es keine gebratenen Hähnchen gab, aber es ist halt die Sprichweise, ja. Da war noch alles gut. Was will ich denn dann noch mehr? Ja, und die Schlange hat eben dieselben Triebe in der Frau erweckt, die den, ich sag mal, Stolz, den die Schlange hatte, den Luzifer hatte, den hat sie hier in der Frau auch geweckt und gesagt: Ihr werdet sein wie Gott. Ihr seid was, es ist alles toll. Alles gut, aber weißt du, ja, ihr werdet ihr kennen, was gut und böse ist. Daher kommt die Lehre der Freimaurer, die sagen, wir wurden von einem brutalen und rachsüchtigen Gott in diese Welt gesetzt und wir wurden dumm gehalten und dann kam der Lichtbringer, der uns die Erkenntnis gebracht hat. Und dadurch, dass wir Gut und Böse voneinander unterscheiden können, dadurch sind wir jetzt wie Gott geworden. Das ist im Grunde die Geschichte, die dahinter steht.
dass wir uns erleuchten müssen. Ja? Also überall, wo ihr irgendwas hört von Erleuchtung und das Licht gesehen und dies und das allemal, kann ich nur sagen, nehmt die Füße in die Hand, lauft davon weg. Ja? Da kann man gar nicht schnell genug von wegkommen. Ja? Das ist typische freimaurerische Lehre, dass wir von einem bösen Gott geschaffen wurden, der uns dumm und als Sklaven mehr oder weniger gehalten hat, weil wir nichts wussten. Das ist so, wie die Schlange das hier wunderbar erklärt. Und bevor ich mich da jetzt noch weiter eine halbe Stunde drüber ergieße, lasse ich mal den Michael ans Wort, der schon ganz kräftig mit den Hufen scharrt, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, alles gut, alles gut. Nee, nee, ich höre aufmerksam zu. Man kann ja nur beim Zuhören lernen. Jo. Du wolltest aber doch was sagen. Ja, ich weiß gar nicht jetzt, wo ich wirklich anfangen soll. Ich fange am Anfang, wie wäre es damit? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und da haben ja schon einen Großteil der Menschen Probleme mit, dass ein Gott die Erde schuf und dass diese Erde halt der zentrale Punkt überhaupt ist. Aber es geht ja noch weiter hier in Genesis 3, insofern, dass wir jetzt ja nicht nur im Sündenfall sind, sondern jetzt auch noch Zusatzinformationen haben, die jetzt vorher in der letzten Lesung, die wir gemacht haben, wo es um die Verse 3, 1, 2, 3 und 4 ging, noch nicht hatten. Zum einen habe ich jetzt mittlerweile herausgehört aus deiner Lesung, die du gerade vorgelesen hast, dass Adam dann mit seiner Frau dann doch wohl dabei war. Also die Information hatten wir in den ersten vier Versen ja nicht. Da ging es ja nur um die sogenannte Schlange und die Frau. Fange ich mit der Schlange an, sehe ich da in der Software eSort, sehe ich da bei der Schlange von Genesis eine Bemerkung über Serpent, der eigentlich ja die Schlange darstellt. Dieser Serpent, der da genannt wird, steht hier als Bemerkung dabei, dass es eine Samaritan Copy, also samaritische Kopie gibt. Anstelle von Nashash, Serpent, kann man auch lesen Kashash, was dann heißt, ein Synonym ist für a liar or deceiver, also ein Lügner oder ein Täuscher. Und dann gibt es natürlich direkt den Querverweis zum schönsten Kapitel in der Bibel vielleicht, wenn man so sagen will, aber zumindest einer der schönsten Kapitel in der Bibel ist halt das Johannesevangelium. Und da spricht also der Schöpfer der Welt namens Jesus, der Christus, spricht dann da im Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wolltet ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und das bezieht sich ja zumindest indirekt auf Kapitel 3, 1 in Genesis. Denn dann damit mit der Verführung, mit der Lüge Satans in Form eines Serpent, ist er ja der erste Menschenmörder, weil er ja mit dieser Verführung den Tod in die Welt gesetzt hat. Zumindest den Menschen verführt hat, von dieser Frucht zu essen. Hat den Menschen versprochen, er würde nicht getötet werden. Und das ist die Lüge. Dann hat er gleichzeitig gelogen und er hat gleichzeitig den Tod in die Welt gebracht. Jetzt will ich nicht metaphorisch abdriften, warum und sowieso das alles ist. Ich sage jetzt nur mal eins zu dieser ganzen Freimaurer-Gedöns. Mein Opa ist selber Freimaurer gewesen, wenn auch kein hohen Grad. Und ich habe mit dem aber nie drüber gesprochen. Aber ich habe mich aufgrund dessen, dass ich das wusste, natürlich da auch mit auseinandergesetzt und mir überlegt, was hat denn mein Opa damals, der im Weltkrieg in Gefangenschaft gewesen ist, denn noch so alles mitbekommen und mitgehört? Und das ist einfach sehr augenfällig, dass die Sachen um 180 Grad verdreht werden. Insofern, als dass die Schlange vermeintliche Weisheit bringt, die Sachen den Menschen erzählt, die eigentlich für den Menschen gar nicht relevant sind und den Menschen letzten Endes dann völlig auf die falsche Bahn bringen, weil er nämlich aus dieser falschen Weisheit oder aus diesen Lügen, aus dieser Täuschung, ja, Deceiver, die falschen Schlüsse zieht. Und laut Martin Luther wissen wir ja, sind nicht nur verantwortlich für das, was wir sagen, sondern auch für das, was wir weglassen, also nicht sagen. Und das ist hier nicht anders. Satan selber im Garten Eden vollbringt genau das, indem er den Menschen völlig intellektuell überlegen ist, weil er ja ein höheres Wesen ist, weil er nicht nur ein geschaffenes Wesen ist, sondern ein Geistwesen ist und nicht an einem sündigen Körper anhängt und natürlich auch viel mehr Erfahrung hat, weil er ja natürlich in einer anderen Hierarchie steht.
Und so wie dann Eva zu Adam aufschaut, indem sie dann sagt, naja, guck mal hier, das ist der Mann, der war zuerst da und aus seiner Rippe bin ich geboren und ihm bin ich anhängig und ihm soll ich eine Gehilfin sein. So hat ja dann auch Adam im Beisein seiner Frau, wenn wir jetzt den Vers, jetzt muss ich mal zurückspringen, Genesis Kapitel 3, Vers 6 sehen, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. So, die Frau hat also da den Mann sozusagen overruled. Sie hat ihn nicht gefragt. Und der Mann hat sich also auch nicht irgendwo da geäußert. Und Adam hat einfach mal Eva machen lassen, weil, ist jetzt meine Interpretation, Adam festgestellt hat, oh, das, was da zu mir spricht, hatten wir in der letzten Lesung schon, steht über mir. Jetzt ist aber so, dass die Schlange gleichzeitig hingeht und sagt, Moment mal, ihr könnt sein wie Gott. So, Eva mag sich da vielleicht noch nicht allzu viel dran vorstellen. Adam hat aber gesehen, dass Gott selber etwas kreiert hat, Schöpfung geschöpft hat, das Wort gesprochen hat und dann eine Manifestation vonstatten ging. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass es für Eva dann so ein Quantensprung ist, quasi vom schwächsten Glied der Kette dann plötzlich zum stärksten werden zu können, dass die Verführung einfach so groß ist, jemandem zu glauben, weil man ja vorher noch keine Lüge in der Welt gehört hat. Und das genau ist einfach nur völlige Berechnung von der Schlange, also von Satan gewesen. Und deswegen bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, der Kernsatz der Geschichte ist, ihr werdet sein wie Gott, denn da beziehen sich alle möglichen Freimaurerriten drauf. Und da beziehen sich nur die, nicht nur die Riten drauf, sondern da beziehen sich auch ganz viele Religionen drauf. Ja, es geht ja darum, in der fernöstlichen Philosophie, ich nehme jetzt einfach mal den Hinduismus als Beispiel, da geht es sich ja darum, dass man sein drittes Auge erweckt, da gibt es dann Techniken für, und dass man dann letzten Endes nochmal inkarniert und dieses und jenes und dass man erleuchtet wird. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass man dann sagt, Moment mal, meine Existenz hier, da ist irgendein Fehler unterlaufen, mein drittes Auge ist nicht da, das muss ich erstmal erwecken. Das heißt, die Schöpfung selber ist da nicht perfekt. Und deswegen wird im Hinduismus auch die Schöpfung natürlich nicht so erzählt wie in der Bibel, dass es da dass es da jemand war, der die Schöpfung gesehen hat und hat gesagt, siehe da, es war alles gut oder alles sogar im Schluss des sechsten Tages alles sehr gut. Das gibt's da im Hinduismus meines Wissens nach nicht. Und deswegen ist jeder sein eigener kleiner Gott. Und genau das Problem habe ich mit den asiatischen Religionen. Die Menschen sind sehr intelligent, die in Asien leben. Das, wenn man den menschlichen Studien glauben soll, sind das sogar die intelligentesten der Welt. Sei es drum, es geht einfach nur darum, jeder kriegt genau die Verführung von Satan, die er braucht, um ihn zu glauben. Ja, die Völker, die vielleicht ein bisschen weniger Bildung haben, leider, muss ich dazu sagen, leider, unsere armen muslimischen Freunde, mehr kann ich da, das meine ich jetzt völlig ernst, wie ich das sage, viele, wo in Generationen und in Sozialisationen leben, wo keine Bildung vorhanden ist, nicht weil die Menschen nicht die Intelligenz hätten, sondern weil diese Bildung nicht angeboten oder sogar verwehrt wird, also in Asien und in Afrika, wo Frauen beispielsweise keine Bildung bekommen. Ja, wo tagtäglich kleine Kinder 10 Kilometer Fußmarsch machen müssen, nur um in einer Schule schreiben und lesen zu lernen. Und halt nirgendwo die Wahrheit erfahren könnten. Diese angezogene Einfältigkeit, Michael, die sorgt aber eben auch dafür, dass diese Leute anfällig sind für solche abergläubischen Religionen. Deswegen wird in solchen Religionen oder in solchen Gegenden die Bibel oftmals nicht angenommen, aber solche Leute sind die größten Folger der römisch-katholischen, abergläubischen Rituale wie Prozessionen, der Glaube der Transsubstantiation in der römisch-katholischen Messe und der Lehre der römisch-katholischen Priester. Genau deswegen machen die das ja. Deswegen hast du in Afrika diese ganze abergläubischen Religionen, deswegen hast du in Südamerika, also Lateinamerika, wie wir es meistens nennen, und auch im Süden von Europa, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, die größten Anhänger des Katholizismus. Weil die Leute da mit Absicht, sage ich jetzt mal, so einfältig gehalten werden. Und dasselbe, und dem stimme ich vollkommen zu, dasselbe trifft 100% zu auf den Islam, trifft 100% zu auf die Araber, die von der römisch-katholischen Kirche, vom Vatikan, künstlich
ich will das wirklich mal so knallhart sagen, künstlich dumm gehalten werden. Das ist ja Absicht. Ich bin da absolut bei dir. Dass du das zur Sprache bringst. Ja. Das ist genau der Punkt. Satan hatte ja nun mal halt genug Zeit, in Anführungsstrichen, um halt jetzt überall schon mal seine Konterrevolution zu starten, wie es mal nennen würde. Das heißt, jeder Erdteil und jede Bevölkerung und jeder selber kriegt dann so die Philosophie mit, ja, die eben genau dem Glauben an Jesus Christus und an den Schöpfergott widerspricht, indem er halt die ganz Intelligenten mit Stolz blendet, ja, und diejenigen, die eben nicht zu der Bildung Zugang haben, halt einfach eine andere Version bekommen, indem halt einfach nur pauschalisiert gesagt wird, ja hier, daran müsst ihr glauben, ihr müsst die und die Riten machen, das ist dann mehr auf rituellen Habitus gemünzt, mit Pilgerreisen, mit solchen ganzen Sachen, mit der Anbetung von Gegenständen und so. Und das ist halt einfach ein unheimlich intelligentes System. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sitzen da einem Gegner gegenüber, der auch über wahnsinnige Intelligenz verfügt. Ja? Und das ist immer der Trugschluss. Der sitzt da nicht als Ziegenbock, sondern der Satan selber ist ein spiritueller Gegner, den der Mensch von sich aus in seiner Position nicht besiegen kann und einfach deswegen auch die Hilfe von oben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann benötigt. Durch das Gebet, ja, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist. Ansonsten die ganze Waffenrüstung Gottes, Michael, wie es genau so schön heißt, in Kapitel 6, Verse 10 bis 18 im Buch der Epheser. Ja. Ja, und deswegen, also du hast es auf jedem Kontinent und überall gibt es dann halt eine Geschichte, wo die Leute drauf reinfallen. Das ist mir heute noch aufgefallen, wo ich einen Videobeitrag von jemandem gesehen habe, der meinte, die Bibel auseinandernehmen zu können. Und der macht dann halt so Bemerkungen und hat gesagt, guck mal hier, der und der und der in Babylon war früher da als Jesus und deswegen ist das eine halt das Original und das andere ist die Fälschung. Und hat natürlich überhaupt keine Ahnung von der Genesis, wie wir sie jetzt lesen. Ja, gleichzeitig sitzt dieser Mensch, und ich nenne jetzt keinen Namen, und ich habe den Kanal auch nicht gemerkt, ihr werdet ihn nicht kennen, der sitzt dann gleichzeitig da, hat ein Shirt an mit Star Wars. Und da habe ich auch gedacht, jo, alles klar, ne, Krieg nicht nur im Weltraum, sondern Krieg auch der Sterne, die hier nach Offenbarung 12,9 auf die Erde gefallen sind. Also es gibt ja keine Zufälle da. Man kann ja, wenn man irgendwann mal Symbole lesen kann und sich in der Sprache der Bibel auskennt, dann findet man ja die Geschichten. Gleichzeitig hat dieser Mensch auch noch extrem geraucht während des Videos und das muss nicht unbedingt nur Nikotin gewesen sein. Also ich habe da geschmunzelt, als ich die ganzen Ausführungen gesehen habe, nicht weil ich intelligent bin, sondern weil ich die Sprache Satans mittlerweile kenne. Und der bedient sich halt einfach Individuen, anderen Menschen, die auch andere Menschen wiederum verführen. Das heißt, dieses System der falschen Informationen, diese Verführung, sehen wir auf allen Kontinenten, in allen Gesellschaftsschichten, egal wo es ist. Da brauchen wir jetzt noch nicht mal den Herrn Kurzweil und Transhumanismus zu bewegen. Das ist dann so die aktuelle Future Religion. Aber wir haben es auch in den ganzen antiken Geschichten, ob es jetzt die ägyptischen Priester und Pharaonen gewesen sind mit ihren Zeptern in Schlangenform oder mit ihren Häuptern mit einer Schlange obendrauf oder ob wir es jetzt beispielsweise in den südamerikanischen, mittelamerikanischen, nicht nur umsonst zu sagen, den lateinamerikanischen, also jetzt mittlerweile katholisierten amerikanischen Völkern zu tun haben. Da gibt es beispielsweise die gefiederte Schlange namens Quetzalcoatl, dem die Inkas oder Mayas, müsste ich jetzt wirklich nachschauen, einen Tempel gebaut haben, der Tempel, der fast in den Himmel reicht und der an den Treppenstufen eine gefiederte Schlange zeigt. Ja, und du hast immer diese Verbindung zwischen Schlange und Weisheit. Und das ist genau die Geschichte, die den Menschen dahingehend über die Person der Eva und die Person des Adams zu Fall gebracht hat. Quetzalcoatl, das waren die Mayas mit ihrem Kalender bis 2012 auch. Ja, dann war es die Mayas. Ne? So, und daran, du hast aber immer diese Schlange als Symbol. Und diese Schlange versteckt sich immer als Weisheit. Egal, wo du jetzt schaust, die Schlange ist immer als Weisheit getarnt. Ja? Aber wenn man sich mal anschaut, wie die Schlange nun mal halt tatsächlich sich fortbewegt, ja, und wie die Schlange als Tier überhaupt so auf der Welt sich da durchschlägt. Ja? Darf ich dich da mal kurz unterbrechen? Ja, bitte. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt, also wollen wir nicht in Wiederholung fallen, aber viel wichtiger. Ja, ist gut. Ja, aber viel wichtiger finde ich den Punkt, wenn du das mit der Schlange anholst. Im Englischen hatten wir ja gelesen, and the serpent was more subtle than all the other animals of the field. Ja, also die Schlange war subtiler oder listiger, steht im Deutschen übersetzt.
Das ist aber genau die Eigenschaft, die den Jesuiten zugesprochen wird. Wenn man in den alten Wörterbüchern nachschlägt, Erklärung jesuitisch, dann ist das erste Wort, das kommt, subtle, also subtil und listig. Ja? Finde ich auch mal eben ganz interessant zu erwähnen. Ja, gut, okay, da sind wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen. Aber wir brauchen die Jungs ja noch nicht mal, die Men in Black, sondern es war ja durch alle Zeiten, auch vor den Jesuiten, ja schon genauso, dass die Hohepriester eigentlich immer die ein ganz anderes Wissen hatten, also eine esoterische Lehre, eine Lehre nach innen, die nicht für das Volk bestimmt war und immer schon das Volk getäuscht haben. Und diese Geschichte haben wir ja, ob wir jetzt die hohen Priester im Neuen Testament nehmen oder ob wir jetzt heute die römische Kirche nehmen. Die Verkleidung ist ein bisschen anders, aber das Thema ist ja so, dass den Menschen auch hier in unseren ach so zivilisierten Gegenden Wissen vorenthalten wird. Und das ist ja das Thema. Und das ist ja natürlich in den dritte Weltstaaten natürlich noch viel schlimmer. Aber mal zurückkommen zur Bibel, ist es dann halt einfach so, er hat auch Satan in seiner Form hier, ist natürlich so der perfekte Bösewicht. Weil er halt einfach so intelligent ist, dass er den Menschen täuschen kann. Und der Mensch deswegen aufgrund seiner Limitiertheit an diesem Körper, an Jesus Christus, oder von Jesus Christus abhängig ist, von der Erlösung abhängig ist. Weil Satan findet immer irgendeinen Weg, den Menschen zu verführen. Ja, deswegen heißt ja auch im Vater unser und führe uns nicht in der Versuchung. So. Jetzt haben wir da den perfekten Verführer und sind deswegen von der Gnade Jesu Christi abhängig. Ja, und deswegen, wir können eigentlich, wenn wir die Hierarchie nochmal aufrollen, wir können jetzt weder Eva noch Adam den Vorwurf machen. Ja, denn die beiden haben nicht, also Adam natürlich eher noch, aber Eva hatte halt einfach die Meinung, da irgendein wahnsinniges Wesen vor sich zu haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Satan sich ja auch als Engel des Lichts verkleidet. Ja? Mhm. Wir waren nicht dabei gewesen. Ich tue mich ja immer schwer, jetzt mit hinzugehen und zu sagen, das und das ist schuld. Aber wir haben da jetzt in dem Moment den Riesenknall auf der Erde, wo der Tod ins Paradies kommt und deswegen in dem Moment eigentlich das Paradies gar nicht mehr existent ist. Durch die Ungehorsamkeit des einen Mannes kam der Tod in die Welt und durch den Gehorsam des anderen Mannes das ewige Leben. Ja, und du siehst halt, dass es da auch schon wieder, dass da wieder so viele Adjektive gebraucht werden. Ja, plötzlich werden da jetzt ganz viele Adjektive gebraucht, die mir auch zeigen, wie die Verführung Satans funktioniert hat. Du liest da, gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen ist. Wir werden also permanent über die Lust für die Augen verführt und wir werden dadurch verführt, dass jemand uns erzählt, wir würden weise gemacht. Ja? Und deswegen, das sind so die zwei Geschichten, wo wir abgelenkt werden. Wir werden halt durch optische Dinge abgelenkt. Also früher, als ich noch jung war, da habe ich immer gedacht, dass also die besonders hübschen Frauen besonders liebenswert und begehrenswert sind. Inzwischen habe ich da eine differenziertere Meinung zu. Das ist auch so 180 Grad umgekehrt. Das will ich damit nicht sagen. Also das muss nicht zwangsläufig so sein. Aber es gibt auch schon anscheinend manchmal so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Eine Tendenz ist erkennbar. Ne? Ja, ja, ja. Aber genau dieses Weise macht, was uns jeder erzählt, der uns auf den Weg führen will. Und da kenne ich einfach zu viele Falschlehrer, die einfach genau diese Themen, die wir jetzt hier besprechen, mit der Bibel, mit den Jesuiten, mit Satan, genau nicht ansprechen. Ja? Und stellvertretend für alle kann ich jetzt, möchte ich jetzt gar keinen nennen, weil ich könnte jetzt direkt die Namen runterspulen und ich jedes Mal schüttle ich den Kopf, weil ich denke, meine Güte, wie viele Videos hast du dir von dem angeguckt und von dem angeguckt? Es geht immer auf die Geschichte zurück, dass Leute heutzutage da begeistert, frenetisch überherfahren und sagen, ja, super, ich will auch Gott sein, klar, gib mir das Wissen. Ja? Und das ist genau die Verführung, die da stattfindet im Paradies. Die Verführung im Paradies hat funktioniert, kann man ja nicht anders sagen. Das Ergebnis davon sehen wir. Wir sind nach ein paar tausend Jahren nicht so viel schlauer geworden. Konstatiere ich einfach so. Ich nehme mich da auch nicht aus, wir sind nicht viel schlauer geworden. Das Thema ist immer noch da, dass uns permanent durch alle Kanäle auf allen Medien immer suggeriert wird, wir könnten noch viel schlauer werden, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen.
und dann haben wir den Salat. Ja, wir sind nicht in der Lage, demütig zu sein, denn das sind die zwei Linien, die ja später noch besprochen werden. Jetzt muss ich wirklich wieder vorgreifen. Ja, die eine Linie ist halt gehorsam gegenüber Gott und geht auf die Knie und dankt dem Schöpfer. Und die andere sagt, nö, ich möchte selber Gott spielen, ich möchte so sein wie Gott. Und deswegen Vorsicht vor den ganzen Religionen. Man sollte halt immer schauen, wo ist denn der Ursprung und was predigen die da wirklich? Und dann kriegt man da das große Grausen in dem Moment, wo man halt schaut, dass die Leute halt eigentlich nur vorgeführt werden und die es gar nicht merken, weil das auf extrem hohem Niveau funktioniert. Und da rede ich von Leuten, die ganz hohe Intelligenzquotienten haben, die einen dann schwindelig reden, wo man im Kreis umherläuft, wo es aber eigentlich nur darum geht, möglichst viel Geld abzuzwacken. Und das ist halt einfach nur noch widerlich, wenn ich da so an Personen wie Bhagwan denke, wo die Leute da nichts besitzen durften, er dann, ich weiß nicht, Dutzende von Liebesdienerinnen hatte und über 90 Rolls-Royce fuhr, währenddessen die anderen nichts besitzen durften. Und so ungefähr sehe ich das ja mit unserer Lieblings-Antikirche ja auch. Ja, gibt es also 20.000, 30.000 Kinder, die jeden Tag verhungern, währenddessen die Herrschaften dann mit Prunk und mit Gold und mit Edelsteinen sich schmücken. Ja. Und das ist halt die Geschichte, die mir zu dem Punkt damals, und da höre ich jetzt mal mein Plädoyer jetzt mir damit auf, witzigerweise bei Jäger des verlorenen Schatzes mit Harrison Ford eingefallen ist, wo es da eine Geschichte gibt, wo er den Gral sucht von Jesu Christi, was natürlich unheimlicher Blödsinn ist, weil wir haben ja dieses Bilderverbot und wir sollten ja überhaupt nicht solchen ganzen Sachen nachstreben, sondern der Tempel Gottes ist ja in uns und nicht in irgendeinem Gefäß oder in irgendeinem Leichentuch oder in irgendwelchen sonstigen Unfug. Und er ist dann halt in seiner Höhle drin und wird dann von einem alten Menschen dann aufgefordert, wenn er dann ewiges Leben haben möchte, was natürlich schon wieder eine Blasphemie ist, sich einen Krug auszusuchen. Da stehen also 20, 30 Krüge stehen da zur Auswahl. Er denkt sich auch, ja, welcher ist jetzt der richtige Krug? Und in dem Moment stößt ihn einer beiseite, zielt mit der Pistole auf ihn, so ein SS-Offizier, und sagt zu ihm, geh weg. Und er nimmt sich natürlich den schönen, prunkvoll, mit Brillanten bestückten Krug raus, trinkt und wird dann plötzlich direkt, fällt dann direkt tot um. Und Harrison Ford denkt sich, na, meine Rolle ist ja wohl dann, also das kann ja dann nicht ganz sein, denn Jesus war immer ein Zimmermann gewesen und wenn man dann sieht, dass in der christlichen Religion, und nimmt natürlich dann den richtigen Kelch und zwar den einfachsten, der da ist und trinkt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Steht in dem Neuen Testament. Und das heißt im Endeffekt, dass ich gar nicht erstreben kann, so zu sein wie Gott. Denn wenn ich das mache, widerspreche ich den Geboten des Gottes, der ich sein möchte. Ja, ich habe einen kompletten Widerspruch dann. Der Gott, den ich anbete, sagt zu mir, du, sei froh, wenn du einigermaßen unbeschadet aus diesem Leben kommst, dass du mir nicht allzu viel Kopfzerbrechen bereitest, denn Sünder seid ihr alle. Gerecht ist keiner, nicht einer. Und ich sollte halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes auf Knien danken, dass ich jetzt noch so gut dabei bin, wie ich jetzt hier dabei bin, sonst würde ich dann hier nicht eine Lesung machen können. Und deswegen, es ist letzten Endes komplett umgekehrt, ja, es ist niemand wie Gott, auch nicht Satan. Satan ist kein Gott und das dürfen wir, glaube ich, nie vergessen. Satan ist ein geschöpftes Wesen, Satan steht in der Hierarchie drüber, Satan kriegt oder hat Befehle bekommen, wenn wir das Buch Hiob zum Beispiel sehen, ja, da steht die Hierarchie ganz, ganz genau drin, ja, wo Gott dann sagt, ich habe das Kapitel jetzt nicht griffbereit, aber gehe hin und plage ihn, aber lass ihm sein Leben. Ja, so, also er kriegt einen Auftrag, ja, und damit ist die Hierarchie ja auch klar. Auch wenn Satan immer sagt, ja, ich würde so gerne oben sitzen. Es ist nicht an uns und es ist auch nicht an Satan, Gott zu sein. Ja, das ist die Verführung und dieser Verführung selber ist ja Satan auch erlegen. So, also, das war es jetzt erstmal. Er ist der Verführung nicht nur erlegen, er hat sie überhaupt in die Welt gebracht, soweit schon mal. Und mit dem Erniedrigen, ja, es steht geschrieben, wer sich erniedrigt, wird im Himmel erhöht werden und wer sich erhöht, wird im Himmel erniedrigt werden. Ja? Das siehst du ja an Satan. Das siehst du ja genau am Fall von Luzifer. Ja. Ja. Jedenfalls Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und das war die große Verführung,
der Eva dann nachgegeben hat, und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass es eine Lust für die Augen und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte. Und da steht im Buch der Römer geschrieben, und weil sie sich für weise hielten, wie geht's weiter? Hat Gott sie zu Narren geworden? Sind sie gemacht, zu Narren geworden? Oder sind sie zu Narren geworden? Ne? Ja, also so viel über das Weise machen. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Nun, das heißt nicht, Michael, dass er die ganze Zeit bei ihr gesessen hat, während der Verführung der Schlange. Es heißt ja auch später, in Vers 11, oder besser gesagt in Vers 12, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Sie hat ihm deutlich gegeben, es steht nicht dabei, dass er die ganze Zeit dabei war. Ich glaube, das ist jetzt wieder meine persönliche Interpretation, Entschuldigung, wenn Adam die ganze Zeit dabei gewesen wäre, dann glaube ich, wäre da eine andere Art Unterhaltung draus gekommen. Wir lesen nur von der Unterhaltung Schlange und Frau. Adam wird dann nicht bei einbezogen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da schweigend der Zuschauer war, da sich hingekniet und gesagt hat, jetzt hör mir mal an, was hier passiert, und dann lasse ich die Frau auch noch essen und dann warte ich, bis sie mir das gibt. Er wird da zu einem bestimmten Zeitpunkt zugekommen sein, ja, oder sie zu ihm, und er dann auch gegessen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit bei war, sonst wäre diese Konversation sicher nicht auf die Schlange und die Frau alleine hier beschränkt gewesen. Es war noch ein anderer Punkt, auf den ich mal kurz raus wollte. Ich esse unglaublich gerne Äpfel. und viele Leute denken, dass es ein Apfel war, der hier gegeben wurde und gegessen wurde. Und ich habe ja das Buch von Alexander Hislop von Babylon nach Rom gelesen und er geht mehr oder weniger davon aus, dass es vielleicht, er sagt nicht, das war so, er sagt, es wäre vielleicht ein Granatapfel, wo wir ja wissen, das ist ja kein Apfel, wo man so mal reinbeißen den isst, sondern sich die Kerne rausklopft. Also diese Geschichte von dem Apfel, ja, ist eine erfundene Geschichte. In der ganzen Bibel steht nur die Frucht von dem Baum. Es steht nirgendwo geschrieben, dass es ein Apfel ist. Mhm. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wenn wir uns jetzt mal hier solche Bilder dann angucken, wie zum Beispiel hier, hier ist es jetzt nach dem Sündenfall, wo Eva hier wohl die Frucht in der Hand hält, wie auch immer. Ich hab auch noch ein anderes Bild davon, wo das dann wieder mit einem Apfel dargestellt ist. Das ist immer menschliche Interpretation. Und davor müssen wir warnen. Wir haben uns hier eingefunden heute Abend, um eine Bibelstudie zu machen. Und eine Bibelstudie muss sich halten an, was die Bibel sagt und darf keine eigene Interpretation einfließen lassen. Sonst kann ich mir nämlich genauso gut von diesen korrupten Bibeln die Bibeln besorgen mit Millionen von Fußnoten damit dran. Und dann kann ich besser die Fußnoten lesen, anstatt die Bibel lesen, weil das sind ja die Erklärungen des Menschen, die ich auf einmal so toll finde. Ja? Mhm. Mhm. Ich finde das ganz gefährlich. Wir dürfen nichts in das wahre Wort Gottes hineininterpretieren. Es steht nicht geschrieben, dass es ein Apfel ist, es steht, es war eine Frucht. Ja? Ja. Welche Frucht das auch immer war, das ist dann der Fantasie überlassen, wenn man darüber fantasieren will. Ich tue das nicht, weil das setze ich dann spirituellen Übungen gleich. Und diese Gehirngymnastik führt ja auch wieder nur dazu, dass ich mir irgendwelche Dinge vorstelle, die dann im Grunde da gar nicht sind. Ja? Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, die Frau hat sich verführen lassen. Sie findet dann, dass durch das, was die Schlange ihr gesagt hat, dass es wirklich eine attraktive Frucht wäre, ein begehrenswerter Baum, weil er weise macht. Und deswegen nahm sie von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. So endet der erste Teil des Kapitels 3 aus Genesis. Und ich denke mal, dass der Viktor vielleicht noch was beizutragen hat, oder? Weil der hat sich ja hauptsächlich auf die anderen Dinge eingeschossen, anstatt hier was zuzusagen. Nö, ach, ich fand das an sich so ganz interessant, wie ihr das alles so auch schön ausführlich da das thematisiert habt. Ja, ich fand nur noch interessant, also jetzt der Punkt, und das ist jetzt Vers 6, und ein begehrenswerter Baum wäre, weil es ein begehrter,
begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Ja, ist natürlich auch immer, heutzutage sehen wir ja auch, mit Intelligenz oder mit vermeintlicher Intelligenz kann man die Leute auf jeden Fall ja sehr gut locken, ne? Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort, ja, haben ja auch in gewisser Weise ja auch Hochkonjunktur. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sehen ja mittlerweile auch, dass sich das so umgedreht hat. Also früher waren oder auch zu eurer Zeit vielleicht, da waren noch eher, gab es mehr zum Beispiel auch Leute, die also kein Studium gemacht haben, sondern eine Ausbildung, also so einen praktischen Beruf erlernt haben. Ja, so wie ich zum Beispiel. Und heute ist das ja eher so, dass, glaube ich, die Masse ja eher in diese Universitäten strömt und sich dort ihre Portion, ja, Weissagung abholt. Weisheit. Oder Weisheit, ja. Ich denke, wenn wir hier schon ganz früh am Anfang der Bibel auch lesen, dass das offenbar so ein Lockmittel ist, also Wissen, Intelligenz und wie das heute auch immer noch, ja, wie nichts anderes gepriesen wird, ne? Also, naja, ist die Frage, Punkt, die Frage ist, Viktor, welcher Weisheit läuft man hinterher? Läuft man der Weisheit des Menschen hinterher oder läuft man der Weisheit Gottes hinterher? Hier wird ja ganz deutlich von der Weisheit des Menschen gesprochen, beziehungsweise von dem Verführer, ja? Weil jetzt dieser Baum nach dem Motto macht weise, weil die Schlange das gesagt hat. Dieser Baum ist ja der Baum der Verführung. Er macht ja weise, aber in einer schlechten Art und Weise. Das heißt, er gibt einem das, was wir heutzutage das gnostische Wissen nennen, also das Wissen der Gnostik, der Menschheit. In der Bibel steht ganz deutlich drin, Weisheit kommt durch das Lesen, Weisheit kommt durch Gottes Wort. Und das Wort Gottes kommt durch das Lesen und Verstehen der Bibel. Ja? Steht da ganz deutlich drin. Das ist dann die göttliche Weisheit. Ich möchte lieber die Weisheit als die gnostische Weisheit. Aber das ist ein guter Punkt, den du anführst hier mit der Weisheit. Das ist eben hier die gnostische, die wir halt seit Mitte des 16. Jahrhunderts oder Ende des 16. Jahrhunderts auch kennen unter dem Ratio Studiorum von den Jesuiten, das Medici-Lernen, die Medici-Lehrmethode, was eben genau das beinhaltet, nämlich das Lernen gegen das Lernen des Wortes Gottes gegen das Lernen des Menschen, der Weisheit dieser Welt. Ja, ganz wichtiger Punkt soweit. Ja, und das sollte ja natürlich auch aus dem Sinne des Teufels so früh wie möglich geschehen. Ja, und man merkt auch letztendlich, dass der Teufel ja damit erreicht, nur auch will, dass er ja letztendlich damit ja auch den Mensch ja zur Rebellion aufruft und auch irgendwo auf seine Seite zieht dann in dem Moment, weil er ja auch rebelliert. Rebelliert hat. Oder rebelliert hat, ja. Ja, seine Rebellion war schon vorbei. Und deswegen wollte er die ganze Welt oder will er die ganze Welt in denselben Abgrund ziehen, von dem er auch weiß, dass er da reingeht. Weil der Teufel weiß ganz genau, wie es ausgeht. Deswegen will er ja so viel wie möglich mitnehmen. Ne? Ja, er kann ja auch nichts anderes machen. Nee. Er kann ja nicht nach oben treten, er kann nur nach unten treten in der Hierarchie. Ne? Mhm. Und das ist diese Geschichte eben mit der Weisheit. Ich habe ja schon ganz viele Sachen da miterlebt im Leben. Und das ist eben das, was dir jeder verkauft. Durch seine Bücher, durch seine Seminare, durch seine Lehre und so weiter. Also egal, ob wir da jetzt mit Scientology anfangen oder neu linguistisches Programmieren, da könnte ich jetzt unendlich viel anführen. Aber das führt immer den Menschen im Kreislauf, weil da immer Menschenweisheit gelehrt wird. Immer, das funktioniert alles auch teilweise am Anfang, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann drehst du dich im Kreis und hast ganz, ganz viel Zeit verbracht und hast ganz viel Zeit verschwendet. Und das ist eben der Trick, die Leute abzulenken mit allen möglichen Dingen, damit die bloß nicht, so wie hier, eine Bibelstudie machen oder die Bibel lesen. Ja, das ist genau das, was vermieden werden soll. Die Leute sollen auf den Holzweg geführt werden und sollen dann im Kreis geführt werden mit verbundenen Augen. Und irgendwann am Ende des Lebens sagen sie, ja, ich habe keine Zeit gehabt, die Bibel zu lesen, weil ich musste mich mit so vielen anderen Sachen beschäftigen. Und das ist eben die Geschichte, wo wir abgelenkt werden, auch mit optischen Reizen. Ja, wir glauben dann doch eher jemanden, der jetzt einen Anzug anhat, jemanden, der einen Doktortitel hat, jemanden, der ein Professor ist, ein Diplom-Ingenieur und so weiter und so fort, weil der hat ja die Ahnung. Der hat zwar nur in seinem Fach Ahnung,
Ja, aber die Ahnung, die hat er dann. Also zumindest eine Ahnung. Ahnung heißt ja nicht, dass man weiß, aber Ahnung heißt ja, dass man halt so meint, zu wissen, wie es denn geht. Und ich möchte die Leute ja gar nicht diskreditieren. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir von den Augen so gepolstert sind, dass wir sagen, oh, guck mal hier, großer staatlicher Mann oder guck mal, oh, hübsche Frau, ja, dass wir dann eher schon mal zuhören. Oder wenn jemand einen akademischen Titel hat. Oder wenn jemand besonders gut gekleidet ist oder ein dickes Auto hat oder. Oder eine berühmte Persönlichkeit ist, ein VIP. Ja, und plötzlich hat dieser Mensch halt eine Anhängerschaft, die dann Fanatiker sind von ihm, also Fans sind von ihm, und wo die Leute dann halt sagen, ja, also dem folge ich nach, also der hat so viel Ahnung und da kenne ich jetzt so viele Leute, die ich da auch wieder anführen könnte. Ein Beispiel dafür, wie wir jetzt Assoziationen setzen, ist mir eben eingefallen mit dem berühmten Paradiesapfel. Ja, den wir ja da auf Kirmes und so Jahrmarktständen finden, ja, so richtig so gezuckert mit roter Farbe und so weiter. Ja, und das ist dann der Paradiesapfel, der eben nicht in der Bibel steht, aber die Leute direkt sagen, ja klar, Paradies plus Apfel gleich Paradiesapfel. Und rot ist dann noch die Farbe für die Sünde, ne? Ja, das kommt noch dazu. Ja, aber den kann man, glaube ich, auch in grün kaufen, das ist dann die Farbe der Hoffnung, ne? Nee, ich wollte mal kurz auf das eingehen, was du sagtest über das Studieren. Das haben wir ja auch gelernt in dem Buch von Griesinger. Und das habt ihr beide ja teilweise mit mir verfolgt. Also Michael ein bisschen mehr als Viktor, aber zum Schluss doch alle beide. Und ihr habt ja auch all die Sendungen gesehen, die bis jetzt rausgekommen sind von dem Buch von Griesinger, was knapp über 800 Seiten wohl sind, die ja zum großen Teil schon veröffentlicht sind. Und da hat er ja auch, ist er ja auch auf den Punkt zu sprechen gekommen, dass eben die Leute, wenn sie ihren Kindern, sage ich jetzt mal, Gutes tun wollen, und das ist nicht nur bei Griesinger, das kommt auch bei Herrscher des Bösen und bei anderen Büchern kommt das mehr oder weniger vor, zumindest liest man das zwischen den Zeilen, dass wenn die Menschen denken, ihren Kindern eine gute Ausbildung geben zu wollen, dann geben sie sie in Schulen von Jesuiten, weil die Jesuiten unter dem Ruf stehen, die beste Ausbildung zu bringen. Und das tun sie ja auch, wenn man die Ausbildung auf dieser Welt, wenn man der nachstrebt, wenn man eine Ausbildung nachstrebt, um hier in dieser Welt mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, erfolgreich zu sein, wenn man eben diesen weltlichen Dingen nachstreben will, dann muss man ganz sicher bei den Jesuiten sein. Da gibt es keine besseren, da sind sie die Meister drin, absolut. Und dadurch, dass sie das auch nach außen hin so scheinen lassen, machen sie es natürlich vielen Leuten so, um ihre Kinder ebenso früh wie möglich in jesuitische oder wenn nicht jesuitische, doch zumindest römisch-katholische Hände zu geben. Und damit fängt das Verderben ganz früh an. Meistens schon, so leid es mir tut, euch das mitteilen zu müssen, in der Kindertagesstätte oder Kita, wie das heute abgekürzt wird. Die Deutschen können ja inzwischen auch keine Wörter mehr aussprechen. Genauso wenig, wie sie noch deutsche Äquivalente finden können für irgendwelche englischen Terme. Da ist es ja viel moderner, sage ich jetzt mal, um dann irgendwelche englischen Terme zu gebrauchen, anstatt das einzudeutschen. Ich habe mir in der letzten Zeit echt angewöhnt, immer ein deutsches Äquivalent, also ein gleichgestelltes Wort im Deutschen zu finden, anstatt ein Fremdwort zu gebrauchen. Und ich entdecke so meine Muttersprache wieder und habe sehr viel Freude an ihr, weil ich habe meine Muttersprache fast 20 Jahre lang überhaupt nicht gesprochen. Na? Von daher, dass ich umso froher bin, dass ich mich heute hier eingefunden habe mit euch beiden, dass wir mal in Deutsch die Bibel studieren können. Hat ja auch was für sich. Also, wir haben jetzt die ersten 6 Verse gelesen. Damit haben wir den ersten Teil des 3. Kapitels in Genesis im 1. Buch Mose abgeschlossen über den Sündenfall. Und wir lesen jetzt noch weiter, es sei denn, dass ihr noch eine Bemerkung habt oder irgendwas sagen wollt zu dem, was wir bis jetzt vielleicht noch nicht gesagt haben. Ja, also mir noch ganz eine Sache, weil das Michael noch kurz erwähnt hatte, auch das ist ja so die Sinnestäuschung auch. Und dass sicherlich der Teufel auch dahingehend ein ja perfekter Sinnestäuscher ist. Und das müssen wir uns, denke ich, auch immer gut vor Augen halten. Ja, umso wichtiger, dass wir das Wort Gottes studieren und uns daran orientieren. Und nicht vielleicht allzu sehr auch auf unsere, ja, Sinne uns dann zu sehr verlassen, weil wir da auch dahingehend auch getäuscht werden können. Ja. Traurig ist jedenfalls, dass wir bis jetzt haben feststellen müssen, dass in der Lesung, soweit wir das bis jetzt hier gemacht haben, dass sowohl die Frau als im Grunde auch der Mann, der ja in den letzten 3 Worten, wie wir lesen, und er aß, ja,
dass sowohl die Frau als auch der Mann diesem geschöpften Wesen des Teufels, wie wir wissen, was die Schlange verkörpert, mehr oder weniger, mehr Glauben schenken als dem Gott, der sie geschaffen hat. Sie sind also abtrünnig geworden, sie sind ungläubig geworden, lass uns mal sagen. Sie sind in Sünde gefallen. Deswegen lesen wir dann jetzt auch in den nächsten Versen über die Folgen des Sündenfalls. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Nun, zu dem, was ich jetzt gerade eben gelesen habe, da alleine könnte man schon eine ganze Stunde drüber diskutieren, weil wir müssen ja verstehen, dass die Bibel ein vor allen Dingen geistiges, ein spirituelles Buch ist. Dass ihnen beiden die Augen geöffnet wurden, das wissen wir sowieso, dass die vorher nicht blind durch die Gegend liefen, die hatten auch vorher schon Augen, die auf waren. Also geht es um ein anderes Augenöffnen, es geht um eine Erkenntnis, die sie gewonnen hatten. Sie haben nämlich erkannt, dass sie nackt waren. Sie haben erkannt, dass ihre Kleidung, die sie vorher anhatten, von ihnen gefallen ist. Eine geistige Kleidung, ein geistiger Schutz, sie waren, ich sage es jetzt mal im Sinne von oder im Vergleich zu uns, die wir ja alle und die ja auch zu dem Zeitpunkt gefallen sind, sie waren erhabene Menschen. Sie hatten eine, sie waren perfekt. Gott hat sie perfekt geschaffen. Und dieses Perfekte geht einher natürlich auch mit einem geistigen Einverständnis. Geht einher mit einem mit einer spirituellen Weisheit, sage ich jetzt mal, und zwar Weisheit dann auf Basis des Wort Gottes. Die haben sie verloren. Daher waren sie nackt. Es geht nicht darum, dass sie ihre Geschlechtsteile auf einmal entblößt hatten und sahen, dass sie nackt waren. So kommt es natürlich über, aber man muss dies auf eine geistige Art und Weise sehen. Sie haben auf einmal erkannt, dass ihr geistiger Schutzmantel, den sie umhatten, der war weg. Und dann haben sie sich eben etwas selbst gemacht, um sich wieder in den Stand zu bringen, der vor dem Fall da war. Das heißt, sie haben mit diesem Essen, dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis, etwas verloren, was sie dann versucht haben, sich selbst wieder beizugeben. Wenn wir das richtig verstehen, dann heißt es, Gott hat sie in seinem Anbild geschaffen, Gott hat sie perfekt geschaffen, sowohl geistig als auch körperlich. Und dadurch, dass sie ihr von dem Baum der Erkenntnis gegeben haben, haben sie ihren geistigen Schutz weggegeben. Der ihnen angeboren war, den sie bekommen haben von Anfang an, den haben sie abgetreten. Und sie haben dann durch ihre eigenen Werke versucht, sich diesen Schutz wieder hinzustellen. Natürlich wird das hier dargestellt, als sie waren nackt und machen sich Feigenblätter, machen sich Schurze. Deswegen immer diese Bilder, wenn man die sieht von Adam und Eva oder was wir im Kopf haben oder was man auf Bildern sieht, dass sie sich eben ihre Geschlechtsteile bedecken. Natürlich, das gehört da wohl mit zu, aber es ist vor allen Dingen geistig zu verstehen. Es geht hierum, dass Gott ihnen das perfekte Leben gegeben hat und das perfekte Leben haben sie abgestoßen, durch von dieser Frucht zu essen und haben dann versucht, mit ihrer eigenen Handlung diesen Schutz wiederherzustellen. Hier, in diesem Vers 7, lesen wir, wo die römisch-katholische Kirche heutzutage für steht. Hier lesen wir, was wir später im 4. Kapitel auch noch lesen, wenn wir um Kain und Abel, wenn wir über Kain und Abel sprechen. Hier sprechen wir über Gerechtigkeit. Hier sprechen wir über die Gerechtigkeit, die man sich selbst anmaßt oder die man sich selbst anmaßen will oder für die man selbst sorgen will. Errettung ist ein Geschenk Gottes und nicht aus Taten, wie es in der Bibel geschrieben steht. Aus Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euren Taten, auf das niemand sich rühme. Wir können nichts, 0,0 dazu beitragen für unsere Errettung. Es ist ein Geschenk Gottes und das hat man oder man hat es nicht. Aber selbst wenn man es hat, hat man immer noch die Möglichkeit, es abzulehnen. Ja? Meinen jedenfalls viele. Ich persönlich bin da anderer Meinung, aber gut, wir wollen ja auch andere Meinungen zählen lassen. Der Punkt ist der folgende. Ich kann für mich selber für keine Errettung sorgen. Ich kann für mich selber nicht dafür sorgen, dass ich in den Stand der Gerechtigkeit, der
Weisheit der Unreinheit komme, in die Gott mich versetzt hat. Ich kann mit Feigenblättern, die ich mir selber davor halte, nicht dafür sorgen, dass ich wieder so geschützt bin, diese geistliche Perfektionistik habe um mich herum, da kann ich nicht selbst für sorgen. Und genau das haben sie hier gemacht. Ihnen wurden die Augen geöffnet, sie haben auf einmal gesehen, dass etwas von ihnen gefallen ist. Man sagt doch so schön im lustigen Deutsch, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ne? Genau das ist hier passiert. Also so eine Art geistiges Schamgefühl. Ja, genau. Denen ist auf einmal klar geworden, was sie verloren haben. Das ist wie so ein Schutzschild oder was von ihnen abgefallen ist. Und auf einmal standen sie da und hatten das nicht mehr. Das ist natürlich am leichtesten zu, man muss ja eben probieren, die Bibel auch so zu schreiben, dass wir fleischlichen Menschen das verstehen. Wenn das Buch vollständig geistlich geschrieben wäre, würden wir es ja gar nicht begreifen. Also, nackt, ich nehme ihnen weg, was sie beschützt. Das ist wie so ein Schutzschild um sie rum. Ja? Das war ihre geistige Perfektheit. Und diese geistige Perfektheit haben sie weggegeben, durch von dieser Frucht, von dem Baum von der Erkenntnis, von Gut und Böse zu essen. Und das wurde ihnen hier eben bei deutlich. Und dann haben sie eben sich selbst etwas gemacht. Genauso wie später Kain sein eigenes Opfer bringt. Nicht das Opfer, wie Gott es anbefiehlt. Genauso wie die römisch-katholische Kirche sagt, durch Werke seid ihr errettet. Ja? Nämlich durch unsere Werke seid ihr errettet. Ja, ja, aber die Werke der römisch-katholischen Kirche muss ich ja folgen. Ja? Ich muss in der römisch-katholischen Kirche heiraten, zum Beispiel, wenn ich heirate. Ja? Da gab es ja nun jahrhundertelang Diskussionen drüber, zwischen der kirchlichen Heirat auf der einen Seite und der staatlichen Heirat auf der anderen Seite. Und das ist ja heute auch noch so, zum Beispiel in Amerika. Wenn ich da nicht vor der Kirche heiraten will, wenn ich zum Standesamt gehe, ich will da heiraten, was brauche ich denn da in Amerika? Ich brauche eine Heiratslizenz. Weil für alles, was außerhalb der Kirche passiert, muss ich mir eine Lizenz besorgen. Deswegen gibt es Lizenzen für Glücksspiel, deswegen gibt es eine Fahrerlizenz, also einen Führerschein, wie wir das nennen, deswegen gibt es eine Heiratslizenz. Das sind alles Dinge, die außerhalb der Kirche gestattet werden, die normalerweise von der Kirche verboten werden, aber oder von der Kirche gestellt werden, wie zum Beispiel die Ehe. Wenn man aber wählt, das außerhalb der Kirche die Ehe zu schließen, dann braucht man eine Lizenz, eine Erlaubnis. Sonst darf man nicht heiraten. In Deutschland ist das doch auch so. Da muss ich nämlich auf dem Standesamt ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher mein Gebot aushängen. Richtig? Mein Aufgebot aushängen. Ne? So heißt das doch, glaube ich. Aufgebot bestellen, ne? Aufgebot bestellen, ja, und das muss dann öffentlich ausgehangen werden, ne? Im Rathaus oder was weiß ich wo. Also ich weiß doch, dass es bei mir damals auch so war. Ich habe es selbst nicht gesehen, weil ich bin ja nur zur Hochzeit nach Deutschland gekommen. Ich habe ja damals schon in Belgien gelebt, aber ich habe in Deutschland geheiratet. Und da wurde ja auch das Aufgebot bestellt, aber ich habe das nicht gesehen. Aber das wurde ja auch vorher ausgehangen. Das muss ausgehangen werden vorher. Das ist eine Erlaubnis, die man sich holt, um etwas außerhalb der Kirche zu machen. Ja? Und die Idee dahinter ist, dass eben man alles nur durch die Kirche kann. Und das ist die angenommene Idee der römisch-katholischen Kirche, weil Gott sagt, ich befehle die Dinge und alles kann nur durch mich. Deswegen sagt die Bibel ja auch, durch mich selber kann ich gar nichts, aber mit Jesus Christus kann ich alles. Ja? Durch ihn kann ich alles. Mit ihm kann ich alles, sonst nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz hier, Vers 7. Ja, komischerweise die Nummer, ne? Ich glaube, das sind Dinge, da sind viele Leute wirklich so oftmals drüber gegangen, aber der Sinn einer Bibelstudie ist, das Buch vor allen Dingen geistig zu verstehen. Und wir müssen verstehen, dass es hier geht um einen geistigen Schutz, um eine geistige Reinheit, um, wie hast du das gerade genannt, Viktor? Ich nannte das ja die beiden hatten so eine Art geistiges Schamgefühl und haben daraufhin versucht, ja, durch eigene Werke sich zu erretten. Ja. Na ja, gut, das Schamgefühl. Ja, sie waren ja vorher, sag ich mal, schon errettet, aber durch die Übertretung war die Rettung weg und haben sie eben versucht, ihre eigene Rettung zu machen durch diese
Feigenblätter, genau dasselbe, was dann Kain gemacht hat durch sein falsches Opfer, wo wir dann später noch hinkommen. Und genau das, was die römisch-katholische Kirche auch macht, die sagt, ihr seid errettet durch Werke. Und zwar die Werke, die die römisch-katholische Kirche vorschreibt. 7 an der Anzahl. Ja, wieder mal die Zahl 7, aber diesmal mit einer negativen Konnotation. Ja. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Ja, habt ihr da vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was ich gelesen oder was ich gesagt habe? Weil ist ja eine Studie für uns alle, ne? Habe ich. Ja, bitte. Ich bin aber gerade unter massivem Beschuss hier. Ich habe gerade ganz, ganz fiese Nachrichten bekommen. Ja, die kannst du dann ja später lesen. Da können wir ja nachher darüber handeln. Nee, darum geht es nicht. Aber es ist immer sehr bezeichnend, wenn man dann immer bei solchen Sachen ja massiv gestört wird. Ja, ich habe da noch eine andere Auslegung zu dem, was du gesagt hast mit dem Vers. Moment, ich hole mir eben wieder rein. 3, 7, genau, ja. Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Okay. Als sie dann, als beiden die Augen geöffnet wurden, ja, erkannten sie, ich versuche mal ein bisschen anders zu übersetzen, und sie erkannten, dass sie nur Menschen waren. Ja, dass sie letzten Endes da gar nicht Götter waren, sondern dann plötzlich die Erkenntnis hatten, wer sie eigentlich waren. Ja, wer sie auch in der Hierarchie sind. Und dass sie gerade einen ganz großen Fehler gemacht haben, weil sie in dem Moment, wo sie es gemacht haben, ja gegen das Gebot Gottes verstoßen haben. Ja, da ist ihnen natürlich dann irgendwo klar geworden, dass sie nur Menschen sind, dass sie an einem sündigen Körper leben, weil sie ja da die erste Sünde begangen haben. Und das ist für mich so die Analogie, die ich daraus erkennen würde. Und deswegen machten sie sich dann halt Schurze, weil sie dann halt ja nicht jetzt nur geistig, sondern auch jetzt sich irgendwo schämten, ja, auch diese Sünde begangen zu haben vor Gott. Und deswegen haben sie ja mit diesen Schurzen versucht, ihre Rechtschaffenheit vor Gott wiederherzustellen. Ja, sich wieder unschuldig zu machen. Sich wieder unschuldig zu machen, ihre Unschuld wieder herzustellen. Ja, genau. Das haben sie mit den Feigenblättern probiert. Das ist ja das, was ich sage. Das kommt aus ihrer eigenen Handlung heraus, wobei sie von Gott bereits mit dieser Gerechtigkeit ausgestattet waren. Ja, mit der Rechtschaffenheit. Deswegen sagt die Bibel ja, es ist keiner rechtschaffen. Nicht einer. Hast du ja vorhin auch schon angeholt, Michael, in deiner Erklärung. Ja. Ja. Und sie waren die Ersten, die eben rechtschaffen waren und diese Rechtschaffenheit aufgegeben haben für den Genuss von der Frucht, von dem Baum der Erkenntnis. Ja, ja. Wir kennen das ja mit diesen, wir kennen jetzt beispielsweise die sogenannten Übersprungshandlungen. Ja? Also wenn man jetzt irgendetwas macht, nur um von seiner eigenen inneren Unruhe abzulenken. Ja, oder wenn man sich ertappt fühlt, dass man dann plötzlich drauf losplappert oder solche ganzen Sachen. Ja, und diese plötzliche Erkenntnis, die sie ja hatten von Gut und Böse, die plötzliche Erkenntnis, dass sie die erste Sünde in die Welt gesetzt haben, ja, die muss ja furchtbar gewesen sein. Die konnten sie ja vorher nicht haben, bevor sie nicht einmal den, im wahrsten Sinne des Wortes, großen Bockmist gebaut haben. Und deswegen finde ich das halt auch, finde ich das halt jetzt hier relevant, dass ihnen die Augen geöffnet wurden. Ist ja eine sehr interessante Metapher, weil das wäre ja dann sozusagen auch so zu deuten, dass sie vorher in blindem Gehorsam Gott gegenüber gehandelt haben. Ja, aber jetzt haben sie eine eigene Sicht auf die Dinge. Also ich kann sein, dass es jetzt zu philosophisch ist oder wie auch immer, aber ich finde es schon wichtig, dass man halt immer die Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, weil ich bin nicht bei weitem nicht perfekt und niemand von uns. Und ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass da die Ursünde begangen worden ist, die dann heißt, ihr werdet sein wie Gott. Und da ist der Mensch interessanterweise vom Teufel auf die richtige Position gestellt worden. Ja, da hat letzten Endes die Sünde dafür gesorgt, dass der Mensch in dem Moment sich schuldig gefühlt hat. Ja, das ist überhaupt erstmal ein Gefühl
ja, der Reue vielleicht auch angefangen hat, ne? Also in den nächsten Satz kommt ja auch die Geschichte, sie versteckten sich und so weiter. Also da ist ja ganz viel Schuld drin, die dann halt irgendwann abgewaschen werden soll. Aber jetzt lasse ich gerne dich weiterlesen. Naja, gut, wenn Victor da nicht vielleicht auch noch was zu sagen hat, zu dem Erläuterten gerade eben. Nee, also ich bin da auch so weit mit euch auf einer Linie. Also das war doch, denke ich, ja, gut doch mal rausgearbeitet, wie das natürlich auch mehr sich dann auf die eben geistige Ebene bezieht auch. Das finde ich eben vor allen Dingen das Wichtigste, ja, dass wir das behalten, dass das hier mal auf die geistige Ebene gebracht werden muss. Es geht nicht darum, dass sie körperlich nackt waren. Es geht darum, dass sie geistig nackt waren, dass sie ihre Rechtschaffenheit, dass sie ihr geistig perfektes Gewand der Rechtschaffenheit, das Gott ihnen mitgegeben hat, eben weil sie nur gut kannten, eben weil sie Gott gehorcht haben, weil, dass sie das verloren haben und sich das dann auf eigene Art und Weise mit ihren eigenen Händen probieren, wiederherzustellen. Das ist der wichtige Punkt, denke ich, den wir aus Vers 7 mitnehmen müssen. Man muss halt immer probieren, solche Dinge auch geistig zu verstehen. Und es ist auch für mich nicht immer leicht, diese geistigen Dinge dann richtig in Worte zu fassen. Aber ich hoffe, dass das mehr oder weniger jetzt verstanden ist, wie ich das meinte. Dass man halt nicht nur davon ausgeht, von die stehen dann nackt da und bedecken ihre Geschlechtsteile. Das hat da nicht unbedingt nur was mit zu tun. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da wissen wir natürlich, vor dem Herrn kann man sich nicht verstecken, ne? Aber ja. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Ja, aber Jörg, Gott ist doch allwissend, wieso weiß er denn nicht, wo Adam und Eva sind? Ja, genauso wenig, wie sie sich hier in Vers 8 vor dem Angesicht des Herrn hinter irgendwelchen Bäumen im Garten verstecken können, genauso wenig weiß Gott nicht, wo sie sind und muss deswegen fragen, wo bist du, und auf Antwort hoffen. Es ist auch hier wieder geistig zu verstehen. Ja? Sie haben sich versteckt hinter den Bäumen des Gartens, sie haben sich versteckt hinter einer selbstgemachten Fassade, sage ich jetzt mal, um zu probieren, dass man ihre Unreinheit eben nicht erkennt, worauf dann Gott sagt, wo bist du? Er will, dass der Mensch selbst antwortet. Es ist nicht, dass Gott nicht weiß, wo die zwei sind. Es ist, dass Gott weiß, dass sie sich schuldig fühlen und dass er sie deswegen rauslocken will, weil er will, dass sie zu ihm kommen und ihm sagen, was denn passiert ist. Obwohl er das natürlich schon längst weiß. Gott wusste, was passiert, bevor er die Erde überhaupt geschaffen hat. Ja? Das ist ein ganz anderer Punkt. Muss man hier eben geistig verstehen. Ne? Der Herr rief den Menschen zu, wo bist du? Er will, dass der Mensch ihm antwortet. Und der antwortete dann auch, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Wie kannst du denn überhaupt wissen, dass du nackt bist? Wie kannst du denn überhaupt wissen, dass du deine Rechtschaffenheit verloren hast? Wenn du doch mit Rechtschaffenheit geboren bist und das dein ganz normaler Zustand war. Das kannst du ja erst wissen, wenn du diesen normalen Zustand verloren hast. Wenn du einen gefallenen Zustand hast. Ja. Wenn er die Unschuld verloren hat, ne? Genau. Genau. Deswegen sprach Victor vorhin von dieser geistigen Unschuld, ne? Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Ja, da kann man sich jetzt nicht mal irgendwie eine andere dumme Ausrede ausdenken. Gott drückt den Finger genau auf den Punkt und sagt, genau das ist passiert. Der Mensch, in die Enge getrieben, antwortete, in die Enge getrieben, natürlich dazu gedichtet, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. So. Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Wenn man als Kind erwischt wird mit der Hand in der Keksdose. Der Jörg war's. Ne? Das ist doch auch so, ne? Man versucht immer, die Schuld auf jemand anderen zu wälzen. Und genau das ist das, was Adam hier auch tut.
Ey, Gott, ich war gut, aber das Weib, was du mir da gegeben hast, ey, Mann, die hat mir davon gegeben und ich hab auf sie gehört. Also, im Grunde bist du schuld, weil du hast mir die Frau gegeben. Ja? Rechtfertigung. Der Mensch versucht sich hier auf diese Art und Weise zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Nun, bevor die Frau antwortet, wissen wir bereits die Antwort. Sie hat nämlich erst von dem Baum gegessen und dann Adam gegeben, dass er auch davon essen möge. Dass, wenn sie diese Erkenntnis hat, sie ihm dieselbe Erkenntnis geben wollte. Die Frau, sie sind ja aber auch ein Fleisch, ne? Sie sind ein Fleisch, ja, ja, auch ja. Geistig, sie sind ein Geist auch, ne? Ja, ja. Oder ja. Waren das, ne? Und durch diesen Fall eben nicht mehr. Und der Frau war, glaube ich, ziemlich schnell nach dem ersten Biss oder was bewusst, dass der Mann auch davon essen müsste, weil jetzt war sie von ihrem Mann getrennt. Und um diese Trennung wiederherzustellen, musste der Mann eben auch in diesen gefallenen Status kommen. Aber interessanterweise, also am interessantesten finde ich die Antwort der Frau. Gott fragt, warum hast du das getan? Und die Frau antwortet, Entschuldigung, das ist jetzt nicht frauenfeindlich, aber wirklich typisch weibisch. Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Das ist keine Antwort von warum, ne? Ja. Sie weist mit dem Finger nach der Schlange und sagt, die Schlange hat mich verführt, darum habe ich gegessen. Aber sie sagt nicht, warum hast du davon gegessen? Da gibt sie keine Antwort drauf. So die Schlange, bitte? Der erste Ursprung des Spiels, du Hasse. Hm? So also sie hätte ja eigentlich dann sagen müssen, ich will sein, so sein wie du. Ja, auf jeden Fall. Oder ich wollte so sein wie du. Ja, auf jeden Fall fragt Gott, warum hast du das getan? Und die Antwort ist, die Schlange hat mich verführt. Die Schlange, sie weist auf die Schlange. Das heißt, sie weist nicht auf sich selber, sondern sie weist genau wie Adam auf die Frau weist, weist die Frau auf die Schlange. Ey, ich habe keine Verantwortung. Du hast den ganzen Kram hier gemacht. Du hast die Schlange gemacht. Die hat mich verführt. Ja? Das ist wieder diese Verantwortung ablegen. Ne? Das ist ja auch das, was wir in unserem Leben auch immer so gerne machen. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, alles andere abzustreiten. Gott sieht ja sowieso alles. Also, ja. Sie hätte ja jetzt... Was soll man da machen? Also ich meine, man kann ja nur sagen, gut, also egal, was ich jetzt sage, ist ja eh gelogen. Also er weiß ja ganz genau, was da passiert ist. Der Grund ist aber, dass die Frau gesagt hat, gut, wenn die Schlange nicht da gewesen wäre, solange die Schlange nicht im Paradies war, war ja alles gut. Das ist ja das, was die Frau sagt. Die Schlange hat, ne? Die hat mich verführt. Ja. Warum hast du das getan? Weil die Schlange mich verführt hat. Der Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe oder so. Anstatt zu sagen, ich habe dein Gebot übertreten, was eine korrekte Antwort auf die Frage wäre, antwortet sie mit einem Sündenbock dahinzustellen, um das jetzt mal so zu sagen. Ja? Warum hast du das getan? Ich glaube, Michael hat das gerade eben ganz richtig gesagt, die richtige Antwort hätte sein wollen, weil ich so sein wollte wie du. Das wäre die korrekte Antwort auf die Frage. Aber sie sagt, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Ausreden. Ja. Haben wir nicht so ein deutsches Sprichwort, warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Weil sie keine Ausrede mehr hatte, ne? Ja, mit Großmüttern kenne ich mich jetzt weniger aus. Teufelsgroßmutter noch am wenigsten, ja, weiß ich. Ja, aber der Punkt ist ja nun mal halt, das Versprechen, was ja so verführerisch war, kann ja nur das eine gewesen sein. Ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. So, und Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Also im Endeffekt ist es letzten Endes das, was die Menschheit zu Fall gebracht hat, ist halt einfach diese Anmaßung, jemand sein zu wollen, der man gar nicht sein kann.
Denn dieses Versprechen selber der Schlange hätte man ja, wenn es eben kein Zauber und wenn es jetzt eben nicht Satan gewesen wäre, hätte man ja locker lächelnd abweisen können, gesagt, du, ich stehe in der Hierarchie ganz unten, ich kann nicht der da oben sein, weil ich habe mich nicht selber geschaffen. Ja, würde ich mich selber geschaffen haben, wäre Eva die erste Männin auf der Welt gewesen, die der Evolutionstheorie anhängt. Ja, ist auch so. Ich kann jetzt noch weitergehen und könnte jetzt sagen, okay, Gott wusste ja, dass Satan da eindringen würde. Er ist ja allwissend. Ja. Mhm. Er wusste, dass der Mensch der Verführung der Schlange nachgeben würde. Ja. Gott wusste von Anfang an, dass der Mensch den Sündenfall begehen würde. Deswegen hat Gott ja auch von Anfang an eine Erlösung aus dem Sündenfall vorgesehen. Ja, und dann greift doch mein Lieblingswort die Hierarchie wieder. Im Endeffekt kann Gott ja dann auch die Züge des Satans voraussehen. Und daher ist der Erlöser schon in die Vorsehung getreten, bevor alle menschlichen Religionen gegründet worden sind. Oder? Wir lernen doch zu einem späteren Zeitpunkt in der Bibel, Michael, dass das Lamm Gottes geschlachtet wurde, noch vor die Welt überhaupt gemacht wurde. Mhm. Ja, ja. Steht doch in Offenbarung so drin, ne? Im letzten Kapitel, meine ich. Ich bin das Alpha und Omega, ne? Wenn ich Alpha bin, bin ich der Erste. Ja, ja. Der Punkt ist, das Lamm wurde geschlachtet, bevor die Welt überhaupt geschaffen war. Alles war vorher bereits vorbestimmt. Es war vorbestimmt, dass der Mensch fällt. Es war aber auch vorbestimmt, dass der Mensch eine Erlösung dafür bekommt. Und zwar gratis, für nix. Ja? Ein Geschenk Gottes, das ihm angeboten wird, das er nur nehmen muss. Und damit wird im Grunde unser Glaube getestet. Mhm. Aber wenn wir das glauben und wenn wir das akzeptieren, dann bekommen wir das Geschenk des ewigen Lebens. Wenn wir das nicht glauben und nicht akzeptieren, dann werden wir vergehen wie eine Kerze im Wind, die ausgepustet wird. Wenn wir verbrannt sind in diesem ewigen Feuersee und der abgeschafft wird, sind wir dann eben auch nicht mehr. Dann ist es so, als ob wir nie da gewesen wären. Na? Da bin ich ja ganz bei dir. Meine Bemerkung bezog sich jetzt darauf, dass in allen Falschlehren, die da draußen justieren und rumfleuchen und kreuchen, immer behauptet wird, dass diese eben vor dem Christentum da gewesen wäre. Also beispielsweise die Ägypter, die Babylonier, die Sumerer und die Baalrin und so weiter und so fort. Und es ist eben so, dass Jesus Christus im Neuen Testament sich auf den Schöpfer im Alten Testament bezieht. Und wenn wir jetzt ein paar Verse weiterlesen, da will ich jetzt nicht direkt schon die Katze aus dem Sack lassen, du weißt, welchen Vers ich meine, dann sehen wir halt letzten Endes schon, dass da Gott in seiner weisen Voraussicht schon gesagt hat, Teufel, egal was du machst, ja, ich bin derjenige, der alles im Griff hat und der genau deine Züge im Vorfeld weiß. Und da sehen wir die Hierarchie, in der nämlich Jesus Christus als Schöpfer der Welt und als Schöpfer Satans genau weiß und letzten Endes, wie in Englischen gesagt wird, in charge ist. Also he is in charge, er ist also im Chefsessel, ja, er ist derjenige, der im Sattel sitzt und die Fäden spinnt. Er weiß genau, dass da Satan nichts anderes machen kann, als immer ein Abglanz zu sein, nämlich eben nicht das Licht der Erkenntnis zu sein, sondern nur der Abglanz sein, ja, der schöne Schein, ja, wo die viele drauf reinfallen und sagen, ach, sieht aber alles toll aus und klingt doch alles ganz toll und die Lehre klingt auch ganz schön. Es ist alles Abglanz, denn es gibt keine ältere Religion als das, was vom Anfang der Menschheit im Paradies
und auch bei der Erschaffung der Welt schon im Alten Testament im ersten Kapitel Genesis beschrieben wird. Es gibt keine ältere Religion. Alles andere ist entweder gelogen, wie mit Atlantis, gelogen wie eine präadamitische Kreation, ohne aber eine totale Verdrehung und 180-Grad-Lehre, wie jetzt alle möglichen Religionen, die jetzt Götzenanbetung machen und so weiter und so fort. Und daran siehst du, dass es in den ganzen anderen Religionen teilweise noch nicht mal eine vernünftige Erklärung vom Anfang der Welt gibt. Gibt's nicht, ne? Nee. Und das ist doch schon auch mal eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Man sagt, okay, wie ist denn die Welt entstanden? Ja, komisch, da finden wir in der Bibel, finden wir dann, dass alles nach seiner Art entspringt, ja, dass es da paradiesische Zustände gab und dass es dann halt einfach einen gefallenen Engel gab. Ja, das sind Dinge, die findest du in den meisten anderen Religionen nicht. Die erheben dann nur wieder den Mensch als Gott. Und das... Du hast natürlich Religionen, die mit Gut und Böse auch spielen, wie zum Beispiel im Buddhismus und im Hinduismus und sowas, wo du dann auch diese indischen Götter hast von Shiva und was, die Zerstörergötter und alles drum und dran. Aber du hast nur in der Bibel dieses Gegenspiel von Gut und Böse, wirklich zwei Gegenpole. Das heißt, in der indischen, hinduistischen zum Beispiel, in der Religion gibt es zwar diesen Zerstörergott, alles drum und dran, das ist ja der Satan auch, aber der Zerstörergott da ist ja ein ganz anderer als der Satan in der Bibel. Und hier sind das ja wirklich Gegenspieler. Ja? Es ist nur im Christentum, wo der wahre Gott, der einzig wahre Gott, einen zwischen Anführungszeichen Gegenspieler hat. Ich meine, für den einzig wahren Gott kann man überhaupt kein Gegenspieler sein. Auch Satan ist für ihn kein Gegenspieler. Ja? Wenn Gott gewollt hätte, dann hätte er ihn entweder erst gar nicht erschaffen oder aber er hätte ihn so weggepustet. Ja? So ein kaltes Lächeln kostet das den. Aber Gott hat halt einen Plan. Und zu seinem Plan gehört eben damit zu, dass wir auf die ein oder andere Art und Weise eben auch verführt werden. Und dazu braucht man eben den Verführer. Und es ist nur in der Religion der Bibel, um das jetzt mal mit den Worten zu sagen, in der Religion der Bibel, dass wir wirklich mit diesem Gut und Böse, mit diesem wirklichen Widersacher zu tun haben. Das ist in keiner anderen Religion so. Das findet man im Mohammedanismus nicht, also im Islam, wie wir das heute nennen. Das findet man im Buddhismus nicht, das findet man im Taoismus nicht, das findet man im Hinduismus nicht. Es gibt überall Gute und Böse, aber dieser Kampf zwischen Gut und Böse, wie er in der Bibel dargestellt wird, der findet in anderen Religionen so nicht statt. Nee. Da ist die biblische Religion, um es jetzt mal mit den Worten zu sagen, einzigartig. Und auch die einzige, die von Anfang an erklärt, dass alles schon bestimmt war, bevor die Erde überhaupt geschaffen war. Ich meine, das ist einer der wahnsinnigsten Sätze überhaupt. Wenn man sich das vorstellt, dann sind wir im Grunde ausgesprochen mit unserer Bibelstudie heute. Warum machen wir das überhaupt? Alles ist schon bestimmt, bevor die Welt überhaupt geschaffen war. Jedes Wort, das wir hier sprechen, jeder Gedanke, den wir haben, heute, morgen, gestern, ist bereits manifestiert dadurch, dass Gott das schon ordiniert hat, vor die Welt überhaupt geschaffen wurde, vor 6000 Jahren. Wenn man sich das mal probiert vorzustellen, was das beinhaltet, das gibt uns, sollte uns, sage ich mal, das sollte uns so ein Gefühl von, im Flämischen sagt man Niederigkeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das im Deutschen sagt. Also, Bescheidenheit. Ja, Bescheidenheit. Und dass Demut. Demut, danke, Demut, ja genau. Das sollte uns so ein Demutgefühl geben, dass wir im Grunde gar nicht mehr wagen dürften, uns auf die Füße zu stellen, sondern nur noch auf unseren Knien im Grunde hin und her kriechen müssten. In dem Verständnis von, meine Güte, wie kann es sein, dass sowas alles von vornherein bestimmt ist und ich bin hier nur dazu da, um nichts anderes zu tun als das, was Gott für mich geplant hat und um dankbar seine Gaben anzunehmen. Na, da geht's doch drum. Die Erlösung, wie wir ja später noch lernen werden, wenn wir weiterlesen, die Bibel geht ja noch ein paar Seiten durch, geht ja damit gepaart, dass wir gratis und für nichts das Gnadengeschenk von Gott angeboten kommen. Weil wir haben keine Verantwortung dafür, dass Adam damals von der Frucht gegessen hat. Wir haben keine Verantwortung dafür, dass Eva damals von der Frucht gegessen hat. Wir können da nichts für. Aber trotzdem
sind wir dadurch eben in dieses gefallene Geschlecht geboren und wir können nur dafür dankbar sein, dass Gott uns aus diesem gefallenen Geschlecht in ein erwähltes Geschlecht übertragen hat, dem er durch sein Geschenk der Gnade, der Errettung, das ewige Leben anbietet. Sollte einen doch eigentlich total beruhigend machen und ausgeglichen und entspannt machen. Ne? Das war alles, was wir hier letzten Endes uns aufregen, weil irgendwelche Dinge eigentlich völlig sinnlos ist. Ja, ja, und ganz besonders solche Dinge wie Politik und sowas, weißt du? Ja, aber im Endeffekt, wir haben ja von Anfang an gesagt, auch in der ersten Lesung schon, wir machen das chronologisch und deswegen fangen wir ja bei der Genesis 1 an und gehen die ganzen Tage durch. Ja, ja. Machen wir. So, und wenn wir das chronologisch machen und sehen, dann sehen wir ja, dass die ganzen Weltreligionen, die gegründet worden sind, weitaus später kommen. Und deswegen halt auch dann im wahrsten Sinne des Wortes halt ein Abglanz sind der eigentlichen wahren Geschichte. Es geht uns ja nicht darum, jetzt irgendjemanden jetzt zu verdammen oder zu verurteilen. Das liegt uns ja fern. Es geht einfach darum zu sagen, wenn auch ihr nicht daran glaubt, dann überlegt euch doch mal bitte schön, wie alt die Geschichte ist. Und nach der Genealogie der Bibel und der Geschlechter geht es dann halt zurück bis zum Jahre ungefähr minus 4000. Da gibt es ja diesen Usher-Lightfoot-Kalender zum Beispiel. Da gibt es ja noch die Möglichkeit, das auch mal zurückzurechnen. Und da ist doch mal interessant, dass man selbst als erstmal Nichtgläubiger auch wieder zu diesem Ursprung kommen kann, indem man die ganzen Sachen miteinander vergleicht und dann sagt, ja, das ist eben schlüssig. Da kann ich auch, natürlich, wenn ich im Wort stehe und den Heiligen Geist habe, ist natürlich alles um so viel einfacher. Ja, aber selbst ein Mensch, der noch nie von Christentum gehört hat und von Jesus Christus, und wenn der dann halt diese ersten Kapitel von uns mal hört, da wünsche ich mir für mich und für uns halt einfach, dass da jemand sagt, boah ey, das ist alles in sich eigentlich logisch, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also da wäre mir auch total dran gelegen, dass wir mit dieser Lesung auch mal mittelfristig Menschen erreichen, die dann sagen, oh, ich habe gar keine Lust auf Lesen, aber wenn die das so quasi als Diskussionsrunde machen oder als Hörspiel machen, ja, das ist ja mal interessant. Das finde ich auch ein sehr interessantes Projekt und deswegen mache ich da auch gerne mit. Da machst du ja eine gute Überleitung dazu, dass für heute genug geschnackt ist. Und dass wir, das war so nicht gemeint. Nee. Nee, aber wir haben 10 Verse geschafft. Das ist ja unglaublich im Vergleich zur letzten Sendung. Und lang genug hat es ja auch gedauert inzwischen. Also ich würde vorschlagen, dass wir hier aufhören und dass wir nächstes Mal in Vers 14, wo wir zu den wirklichen Folgen des Sündenfalls, nämlich der fühlbaren Folgen vor allen Dingen nochmal kommen, dass wir darüber nächstes Mal weitersprechen, weil das war doch eine ziemlich anstrengende Lesung, also zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich fühle mich immer ziemlich gehirnausgewrungen, wenn ich so 1,5 Stunden so am Telefon mit euch war und diese Bibelstudie gemacht habe. Das fragt von mir eine ganze Menge von meiner Substanz und ich finde es gut, ich finde es schön, was wir besprochen haben und ich finde auch gut, dass hier verschiedene Ansichten gebracht werden und dass wir doch im Endeffekt immer zu der Erkenntnis kommen, dass wir es vielleicht mit verschiedenen Worten ausdrücken, aber dass wir doch immer irgendwo dasselbe meinen. Und das zeigt mir nur an, dass wir hier alle drei versammelt sind im Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und in dieser Bibelstudie hilft, die Dinge besser zu verstehen. Ich möchte nur gerne enden mit dem, und dann überlasse ich euch natürlich gerne noch ein paar letzte Worte und wir können ja gerne noch ein paar Minuten weiter diskutieren, nur was Verse lesen angeht, möchte ich es für heute hier behalten. Ich finde es schön, dass ich euch beide gefunden habe oder dass ihr mich gefunden habt oder dass Gott uns zusammengeführt hat und dass wir uns heute Abend wie auch andere Abende dafür verabredet haben in der Vergangenheit und in der Zukunft dafür verabreden werden, um diese Studie weiterzumachen. Und natürlich, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann brauchen wir bis zum Jahr 2090. Aber das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall bringt es mir unglaublich viel, das mit euch zu machen. Und ich möchte mich dafür eure Zeit und eure Geduld bedanken. Und ich überlasse euch jetzt noch ein paar abschließende Worte und dann werde ich das Video innerhalb der nächsten paar Minuten irgendwann einmal treffend abschließen. Und dann fahren wir nächstes Mal fort in Genesis Kapitel 3, Vers 14. So, dann ist es an euch. Ja, ich sag mal vielen Dank auch an der Stelle dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wieder mal auch fand ich es sehr interessant und auch erhellend für mich selbst persönlich, auch wieder mit dem Gelesenen das abzugleichen, was uns ja auch heute in der Welt widerfährt.
Das macht das Bibellesen auch, finde ich, eben so interessant, weil wir eben, oder einer, sage ich jetzt mal für mich, eben auch in diesem Labyrinth der Lügen und Betrügereien ja groß geworden bin. Und dahingehend ist es da auch jetzt ja auch absolut wichtig und notwendig, da klar für Klarheit zu sorgen. Und Klarheit gibt es nur durch Wahrheit. Und die Wahrheit steht in der Bibel. Und deswegen lesen wir die Bibel. Und ja, ich würde mich auch dann wieder sehr freuen, euch wieder dann in Zukunft begrüßen zu dürfen für eine nächste Lesung. Und bin mal gespannt, ob vielleicht der Michael noch so ein paar noch auch abschließende Worte hat. Hat er. Und das wäre ja auch das erste Mal, wenn der aufs Maul gefallen wäre. Ja, nun. Nein, bitte, Michael. Ein Scherz muss sein, ne? Im Endeffekt würde ich da jetzt auch gar nicht viele Worte machen. Nur, es ist halt bei dieser Geschichte, wäre es halt schön, wenn man damit nicht nur für uns diese Studie macht, sondern halt auch jemanden da draußen an den sogenannten Rundfunkgeräten, am Internet, am Smartphone, ja. Deswegen zeichnen wir es ja auf und veröffentlichen es. Genau. Sonst würden wir es ja nicht machen, ne? Genau, und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir zusammen mit euch auch, dass es halt viele Leute erreicht und dass diejenigen, die es dann erreicht, vielleicht auch ein ganz neues Interesse haben, da doch nochmal nachzulesen. Wenn ihr nachlest, dann nehmt am besten nach unserem jetzigen Kenntnisstand hier und jetzt am 21. März 2019, nehmt am besten die Schlachter 2000 Übersetzung im Deutschen oder die King James Bibel 1611 Ausgabe im Englischen. Und man kann da auf jeden Fall nicht nur nachlesen, das, was wir jetzt vorgelesen haben, sondern man kann auch darüber nachdenken und dann erschließen einem sich auch ganz andere Dinge. Und da stehen auch noch viele andere Sachen drin, die alle zu der jeweiligen Zeit uns und euch dann offenbart werden. Und in diesem Geiste halt, dass man selber ein Buch ein ganzes Leben lang als Begleiter hat, was einen unterstützt, wenn man Probleme hat, wenn man Sorgen hat und wo man halt auch mal nachlesen kann und plötzlich einen ganz anderen Einblick erkennt und hat. Mich persönlich beruhigt das immer, die Bibel zu lesen. Und deswegen kann ich eigentlich ohne große Vorrede und ohne große Nachrede sagen, lest eure Bibel. Es macht unheimlich viel Sinn, die Dinge mit dem jetzigen Leben mal abzugleichen. Ich würde mir wünschen, dass ihr damit glücklicher werdet, dass ihr damit ruhiger werdet, dass ihr damit hoffnungsvoller werdet und dass ihr damit dann halt auch erkennt, wer dann wirklich der Herr der Welt ist, der König der Könige, Jesus Christus. Und deswegen lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Stripes, we are here. He was the one.